Wir kommen heute zur ersten Wochenübersicht in 2018 zu den Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste in der Liste ist Holiday City Reloaded. Und ja, ich habe es inzwischen geschafft, dass ich... Okay, erstmal alles einsammeln, beziehungsweise das hier muss ich noch manuell einsammeln. Ich habe es inzwischen geschafft, so weit zu kommen, sowohl Stufe 5, damit ich eben jetzt in das Event reinkomme, deswegen seht ihr jetzt hier auf dem Bildschirm, als auch diese Contracts Agents, die sind nämlich erst ab Level 6 freigeschaltet, aber auch da bin ich jetzt einmal gewesen. Und jetzt gilt es aber erstmal noch, ein neues Max-Level, das heißt Stufe 7 ist jetzt das Maximum, was ihr erreicht habt, da gibt es auch nochmal eben ein paar Boni, Hollybar und so weiter und natürlich andere Multiplikatoren, die sich hier Stück für Stück erhöhen. Und mal gucken, wo ich jetzt beim Office lande. 49, also auf jeden... es dauert noch ein bisschen. Also 8 hoch 49 brauche ich erst, um das zweite einzukaufen. Bisher hatte ich es dann regelmäßig so gemacht, dass ich tatsächlich immer erst resettet habe, wenn ich zumindest zwei weitere von diesen Upgrades kaufen konnte. Mal gucken, ob ich hier tatsächlich nur 10 angezeigt bekomme. Ja. Weil die lagen teilweise relativ nah beieinander, also zum Beispiel wenn ich mir hier die beiden 40er anschaue oder dann die 41er, da hat sich das immer gelohnt, erst auf beide zu sparen und nur wenn ich sicher sein konnte, dass ich beide nachher nach dem Reset kaufen kann, die dann umzuschalten. Jetzt ist es so, dass hier die Sprünge etwas größer werden, also 49, 51, also hier lohnt es sich wahrscheinlich wieder beide zusammenzunehmen mit dem 53er, da muss ich dann mal ein bisschen schauen und variabler reagieren. Ich lasse das jetzt erstmal noch stehen, weil ich erstmal mit euch hier die ganzen Features durchgehen möchte. Fangen wir erstmal mit den Daily Gifts an. Die sind nicht zurückgesetzt. Da bin ich ja ganz regulär am zweiten Tag. Und es gibt halt tatsächlich täglich den Code, womit ihr nochmal einen kleinen Bonus bekommt. Der Bonus kommt, oder vielmehr der... Okay, es gibt auch wieder ein Premium-Item, Premium-Währung. Den habe ich mir jetzt hier von dem Twitter-Kanal geholt. Das geht relativ einfach und es wird vor allen Dingen auch angezeigt, wenn hier der neue Eintrag da ist, kommt eben hier auch dieses Ausrufezeichen. Und Payouts habe ich mir bisher keine besorgt. Bei den Boostern habe ich mir bereits beide jeweils zweimal gekauft. Also es sind jetzt, glaube ich, 2 Wochen, dass ich das Spiel spiele. Und dadurch, dass es halt neben diesen Boni sowohl bei den Levelaufstiegen als auch bei diesem Submit-Code hier regelmäßig auch immer wieder diese Premium-Währung gibt, hat das ganz gut gepasst. So, jetzt nochmal gucken. Ich glaube, das Free-Event-Items gibt es nur einmal. Gut, hier ist eben das einmal das Collect der Teile und spätestens hier an der Stelle bin ich dann, habe ich etwas gestutzt. Weil gerade diese 95 kenne ich doch irgendwo her, und zwar von Midas Gold Plus. Und tatsächlich habe ich dann nochmal geschaut, es sind die gleichen, also es ist der gleiche Hersteller, der gleiche Entwickler, der das Spiel entwickelt hat und deswegen auch einige Parallelen, wo man dann erkennen kann, Moment, es gibt einige Ähnlichkeiten, eben angefangen hier von diesen 95, das ausgerechnet dann zu Tickets umgewandelt wird, mit denen man dann hier spielen kann und wenn man es vorher nicht geglaubt hat, also hier steht sogar Midas als Prestige-Item, wo ich diesmal die Buchstaben sammeln muss. Ansonsten gibt es hier eben die Aufstufungen, es gibt 6 Items, wo ich hier die Sachen sammeln kann. Inzwischen habe ich jetzt schon wieder 19, ja, weil ich gerade 2 neue bekommen habe. Hier gibt es dann noch eine weitere Währung, Coins, zeige ich euch gleich, wo man die einsetzt. Machen wir mal kurz hier die... ich kann jetzt mit 10 spielen. Wobei mir das aktuell noch ein bisschen zu früh ist, weil das ist auf jeden Fall eine, das nächste Token. Und dann zeige ich euch auch draußen, was die Uhr bringen könnte, wenn ich sie denn bekommen werde. Okay, das heißt, ab 20 Tokens taucht dann dieser 10er Faktor auf. Und sonst muss man dann eben manuell spielen. So, also die 18 machen wir noch komplett. Ich glaube, mal gucken, dann müsste es glaube ich auch schon für, mal gucken, von hier aus nicht. Dann gehen wir mal zu den Prestige-Items. Also das sind die Boni, die diese Prestige-Items bringen. Es ist im Verhältnis zu den Faktoren, die alle multiplikativ sind, wahrscheinlich ein bisschen wenig. Aber mal gucken, wie es gut sich dann nachher auswirkt. Und hier zu den Contract Agents.
Also hier erstmal die Agent, einmal habe ich das schon gekauft. Und wenn ich das so ein bisschen extrapoliere, heißt es, dass jeder von diesen Plätzen ein Agent liefert, der dann halt eben die Profite von diesem jeweiligen Gebäude, weil es sind ja genau diese 10 Gebäude hier und hier ist jetzt der eine Agent aktiv. Und hier werden eben immer zufällig 2 ausgelost, die dann hier angezeigt werden und die ich kaufen kann. So, jetzt kann ich mir gucken, Party All Night oder die Farm. Das heißt, wer ist da aktuell von den Profiten her besser aufgestellt? Die mit hoch 45, die mit hoch 42. Da es ja jetzt hier nicht um die Ressourcen geht, sondern um die Profite, lohnt sich also mehr, das Party All Night zu kaufen. Und da kann ich auch gleich mal schauen, wie ich jetzt die Upgrades verteile. 45, 44. So, also erstmal oben die Runde machen. Und dann hier unten aufkaufen und dann in den 10er Schritten noch nachfassen. Also machen wir erstmal hier den Agent jetzt fertig, also hier dann die Disco-Kugel. Und die nächsten kann ich jetzt natürlich nicht leisten, dazu muss ich jetzt erst wieder von den Golddingern einsammeln. Und ich vermute mal, in dem Moment, wo ich hier alle Agent auf Level 1 gemacht habe, geht das Ganze dann mit Level 2 weiter und so fort und so weiter. Wahrscheinlich dann mit höheren Kosten, ob sich die dann verdoppeln oder nicht, weiß ich noch nicht, das wird sich dann zeigen. Hier steht es zumindest noch nicht, nur dass eben immer wieder 2 zufällig ausgewählt werden, aber letztlich keine Sorge, irgendwann werdet ihr die anderen auch dann so bekommen, denke ich, dass ihr alle Plätze und alle Multiplikatoren voll habt. So, dann die Upgrades, da kommt jetzt aktuell kein weiteres zusammen, das ist hoch 51, das dauert dann noch, da wieder Geld zusammenzubekommen. So, dann hier natürlich. Bei den Upgrades ist es ziemlich egal, weil das sind jetzt einfach nur ein paar Level-Up, also ein paar Gebäudekäufe. Die sind da recht günstig. Da kann man einfach gleich mit bei Max laufen. Hier ist es schon wieder sinnvoller nachzugucken, okay, was ist jetzt das Höchste? Also Disco-Kugel hatte ich gesagt. Danach kommt das Hotel, Burger, und dann die anderen beiden, Kaffee und Kleidung. Also Disco-Kugel zuerst. Im Moment ist es wahrscheinlich ziemlich egal, weil die untere Stufe, also die 34er, hätten alle bekommen. Aber natürlich hier den 36er können nicht alle schaffen, weil da ist es dann sinnvoll, eben die Disco-Kugel zuerst zu kaufen. So, dann die anderen jetzt hier nachkaufen. Und ihr seht, weil wenn ihr mit bei Max anfangt, dann kauft er von vorne an. Das heißt, es ist dann nicht immer optimal. So, hier ist es jetzt die Multiplikatoren nicht des Profits, sondern der Produktion. Und da das hier ja auf Food basiert, ist immer für mich das Wichtigste, zuerst mal das Food hoch zu multiplizieren, soweit es halt geht. Und dann, der hat jetzt 37, das heißt, hier ist dann von hinten angefangen eigentlich, weil eben die Materialien hierfür brauche ich am wenigsten. Hier sind zumindest Ressourcenmultiplikatoren, das ist ganz nett. Aber allerdings wirkt sich das ja immer nur auf ein Geschäft jeweils aus. Und deswegen hier dann noch die Forschung, wobei die sich bald erledigt hat. Da werden wir gleich reinschauen, mal gucken, ob da noch was übrig bleibt. Und hier die Iron Production, da springen wir jetzt mal zuerst rein. Hier kann ich gleich Level Up Max machen, weil ich habe ja eh keine andere Auswahl. Aber hier sind eben die Profite und die Exportpreise. Also es ist nicht so, dass hier nochmal ein Multiplikator für die Produktion, sondern nur für einen Profitmultiplikator, den ich aber eben hier mit Eisen dann auflevele. Und zumindest die ersten 4 Ressourcen kann ich hier dann direkt gegen Geld verkaufen. Das ist das, was auch am Anfang gewesen ist, wenn ich hier den Reset gemacht habe, obwohl ich den Hafen noch nicht freigeschaltet hatte, sind die Ressourcen virtuell hier verkauft worden und das ist dann noch ein Bonus gewesen. Wenn ich hier jetzt alles Sell Everything mache, dann sehe ich gleich, wie viel das ausmacht im Vergleich zum Reset. Das werden wir gleich machen, weil... oder ich werde mal gucken, ob ich dann noch mit ein paar Boost die 8 hoch 49 erreiche. Aber jetzt erstmal hier noch zum Atomic Lab. Ihr seht, 22244. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass sich das alles erledigt hat. Ah, okay. Also, das ist jetzt eben zusammen neu freigeschaltet. Das heißt, bisher gab es nämlich nur eben diese Einzel-Upgrades. Ihr seht, das hat sich jetzt abgeschlossen, ist erledigt mit dem 80-fach, 90-fach Speed-Multiplier, den die einzelnen Dinger hier hatten. Aber jetzt gibt es ein All-Business und der beginnt ab 1,41. Okay, also da ist dann noch dafür gesorgt, dass hier ein dauerhafter Profit oder beziehungsweise ein Profit-Multiplikator zumindest aktiviert wird, kein Beschleunigungsmultiplikator mehr. Aber auch hier werden dann die
ja, weiterhin verwendbar sein, was die Forschungselemente angeht. So, die beiden Sachen, die jetzt dann noch fehlen, die noch eine ganze Weile brauchen werden, ist einmal dieser Marina-Flughafen, der Marina-Hafen, der erst ab 14 freigeschaltet werden kann, und der Airport, der ab 22 verfügbar ist. So, bei den Trophäen hat sich jetzt nichts weiter geändert, außer dass hier natürlich dann einige freigeschaltet werden, soweit ich halt gekommen bin. Das ist jetzt auch kein weiterer, das sind halt einfach Boni, die nach und nach mit auflaufen. Soweit, also dann gucken wir jetzt mal, was bei rauskommt, wenn ich den Hafen leer kaufe. Also 50,49, das sieht doch schon mal ganz gut aus, dann gucken wir mal. Also 7,49, okay, ein bisschen was fehlt noch, da letztlich hier so freigebig allein schon über die Daily Gifts, da kommen ein paar dazu, aber auch bei vielen von diesen Boni kommen öfter mal zumindest dieses 1-Stunden-Faktor dazu. Das heißt, erstmal hier das Geld ausgeben, natürlich möglichst in denen, die am meisten wieder Geld reinpumpen, und dann 1-Stunden-Sprung. Und ich denke, damit gucken wir mal, ob das noch lohnt. 1,3, das reicht. Also machen wir den Reset, dann kann ich 2 Investments wieder kaufen. Jawohl, einmal resetten. Die 5,45, das heißt, das geht jetzt hier unten auf den Sektor Profit. Wie gesagt, diese Updates sind alle multiplikativ. Das heißt, das ist nicht einfach nur irgendwie null, also ein Dreierfaktor, sondern tatsächlich, es wird mit 3 multipliziert. Und das heißt, die Sektorproduktion sind jetzt deutlich hochgekommen. Und jetzt gilt es relativ schnell wieder hier die Upgrade zu machen. Egal, auch wenn ihr jetzt hier drin seid, das wird nicht wieder geblockt. Also alles, was einmal freigeschaltet wurde, bleibt verfügbar. Ihr müsst das Level nicht wieder erreicht haben, um in diese Menüs reinzukommen. Auch der Hafen zum Beispiel. Achso, okay, also ein paar Einschränkungen gibt es schon. Man muss zumindest bestimmte Businesses wieder gekauft haben, aber dann ist der verfügbar. Und das ist, glaube ich, erst ab 40 oder ab 50 Labs, aber auch das ist kein Thema. Das geht ganz, ganz schnell, wenn ihr erstmal so ein paar Multiplikatoren erreicht habt. Und das Spannende ist nämlich dann jetzt möglichst schnell hier auf der rechten Seite die Zeitfaktoren für die Ressourcenproduktion zu hoch zu fahren. Also deswegen erstmal die Forschung, den Multipliers verbessern, damit das natürlich umso schneller läuft, weil das ja auch am Anfang letztlich noch den höchsten Profitmultiplikator hat. Das ändert sich erst, wenn hier jetzt die ganzen Updates kommen für die obere Reihe. Ihr seht aber, noch reicht es nicht, weil in der Kombination, also sowohl die Upgrades als auch dann hier die ganzen Upgrades, sobald die jetzt verfügbar sind, aber die brauchen halt am Anfang relativ lange, weil die brauchen ja mehrere Minuten, hier bis zu 30 Minuten beim Durchlauf. Deswegen ist es so wichtig, dass hier die Ressourcen erstmal, ich mache trotzdem jetzt erstmal ein All-Buy, ihr seht, bis Faktor 4 sind sie jetzt schon mal hochgegangen. Das heißt, es ist dann auf wenige Minuten runter, hier sogar wenige Sekunden. Das heißt, dann sind die ersten beiden jetzt schon mal durchgelaufen. Ich kaufe hier schon mal die Hunderte dazu. Dann kann ich jetzt auf den 100er Multiplikator, um die 100er jeweils voll zu machen, weil da gibt es dann immer die Upgrades, also die Profit-Multiplikatoren. Und sobald ich da jetzt durch bin, gibt es dann die ersten Upgrades an der Stelle wieder. Also hier erstmal das bei Max, hier ist es eh egal. Da lohnt sich das jetzt nicht so stark zu selektieren. Wichtiger wäre es dann hier, aber erstmal mit den vielen Upgrades das so zu kaufen und dann danach selektiver vorzugehen. Sobald die halt hier jetzt, also jetzt sind sie schon ganz gut auf die 30er rangekommen, aber hier unten sind sie noch im Vorteil. Das dauert noch ein bisschen. So, hier kommt auch gleich wieder ein Upgrade mit Faktor 70 für die Farm. Aber ja, soweit beginnt es jetzt eh alles wieder von vorne. Das heißt, die Wiederholung muss ich jetzt nicht machen. Aber ihr seht, es gibt sozusagen mehrere Ebenen, auf denen die Sachen abgegradet werden. Ähnlich auch, wie es bei eben Midas Gold Plus letztlich der Fall ist, wo solche Boni dann über den Außenposten oder über den War-Außenposten dann ermöglicht wurden, beziehungsweise dann jetzt über die Haustiere, wo ja auch Boni freigeschaltet wurden. Also es gibt einige Ähnlichkeiten, aber es gibt auch zum Glück einige Unterschiede, die das Ganze hier ansprechender machen, sei es, dass der Grafikstil ein bisschen anders aufgebaut ist und auch die Gesamtmechanik ein bisschen anders angelegt ist.
Das ist soweit schon ganz angenehm. Also soweit für heute von Holiday City Reloaded. Mal sehen, wie lange es jetzt dauert, tatsächlich auf den Marina-Hafen zu kommen und was da dann noch für Mechaniken drin stecken. Also diese beiden Blöcke sind eigentlich noch die beiden fehlenden Mechaniken, die ich jetzt noch nicht abschätzen kann, was sie beitragen, wie weit sie motivieren und wie dann tatsächlich hier das Endgame aussieht, was dann da motivieren kann. Genau, hier jetzt eben vor allem die Farmproduktion hochbekommen, dann die Laborforschung und dann den Rest einfach voll kaufen. Aber lasse ich den mal in Ruhe idlen und ich wechsle dann zum nächsten Spiel. Ja, man kommt gar nicht raus. Also Update, Update, Update. Nun ist es zumindest nicht mehr ganz so weit entfernt, weil ich bin jetzt ja schon wieder Level 6 und wie ihr seht, im Moment hält es mich ganz gut dabei, die Sachen noch abzugraden. Wäre es natürlich praktisch, wenn der letztlich offline weiterläuft, den auf einem Niveau zu haben, wo er tatsächlich hier anschließt. Also im Moment habe ich jetzt aktuell nur hoch 44. Also es dauert noch ein bisschen, bevor ich dort sinnvoll anschließen kann, um dann hier die nächsten Stufen freizuschalten. Genau, hier passt es eigentlich ganz gut, wenn ich dann bei 5 hoch 52 resette, die beiden auf einmal mitnehme und dann eben die 53er gemeinsam kopple und dann, ja, der 54er wird wahrscheinlich alleine dann laufen, weil der Sprung ist dann wieder zu groß. Also mal schauen, je nachdem, wann ich dann halt reingehe und wie viel das Ganze angesammelt hat. Ja, ihr seht, nach so einem Reset ist immer einiges zu tun. Erst das Spiel hält einen ganz gut beschäftigt, bis man die Upgrades wieder so lange hat, dass man wieder warten kann. Dass dann wirklich keine weiteren Upgrades letztlich möglich werden, beziehungsweise die Sachen so langsam durchlaufen, dass die Upgrades hier, mal gucken, wie viel er jetzt so schafft, ja, so 1 hoch 44, weil klar, er läuft, wie viele Sekunden läuft er jetzt durch? 3 Sekunden. Und dann sieht man halt hier, dass die gerade so langsam ans Limit kommen, dass es dann doch mehrere Durchläufe braucht, bevor ich mir da wieder ein so ein 10er-Paket zumindest kaufen kann. Gut, also jetzt reicht's. Speichern